Mein bester Verkäufer fährt ein Auto, das ist mindestens so gut wie meins. Die wissen gar nicht, wie ich habe vor 25 Jahren aufgehört zu arbeiten. Du schreibst in einem Buch von dir von der Massenmenschenhaltung. Ach, diese One-Size-Fits-All-Politik geht nicht. Also ich bin gnadenlos einflusssüchtig. Wie geht man mit Situationen um, wenn der Staat dann nicht mehr seine Verantwortung im vollen Maße wahrnimmt und etwas schwächelt, wenn man es einmal so ausdrücken kann? Herzlich willkommen bei Money Talks hier in der Lounge von Pallas Capital. Wir sprechen heute über die Rainmakers. Was das genau ist und wie das funktioniert, kann uns Dr. Michael Hirt erklären. Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Koschert. Herr Dr. Hirt, schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind ein international tätiger, unabhängiger Managementberater mit Schwerpunkt Wachstum. Was bewegt Sie in Ihrem beruflichen Alltag? Was mich bewegt, ist, gemeinsam mit unternehmerisch denkenden Persönlichkeiten, Eigentümer oder unternehmerische Manager, Dinge in Bewegung zu bringen in Märkten und Unternehmen und Menschen letztendlich zu Wachstum zu verhelfen, weil das geht immer Hand in Hand. Das ist sozusagen meine Hauptmotivation, warum ich das mache. Sie haben ja in Ihrer beruflichen Karriere schon sehr viel erlebt. Sie waren ja auch mal Investmentbanker, haben Unternehmensverkäufe betreut und Finanzierungsrunden betreut. Was ist jetzt der Schwerpunkt in Ihrer Tätigkeit? Ja, ich habe jetzt seit 16 Jahren mein eigenes Unternehmen, Hirt & Friends. Und wir beschäftigen uns im Schlüssel mit dem Thema Wachstum. Wir helfen Unternehmen, profitabel zu wachsen. Entweder sie wachsen schon und wollen das Wachstum gut managen oder sie möchten Wachstum beschleunigen, in Bewegung bringen, dann helfen wir ihnen dabei. Und das hat auch sehr viel zu tun eben mit dem Thema Business Development, Marketing und Klientengewinnung. Und das ist auch eine unserer Kernkompetenzen. Das Thema des heutigen Gesprächs ist Rainmakers. Jetzt sind wir natürlich schon sehr gespannt, was das ist. Ja, also ein Rainmaker, das ist jemand, der den Regen bringt. Und im Fall von Business ist der Regen also Euros, Dollars oder sonstige erfolgreiche Umsätze. Das kommt eigentlich aus dem angelsächsischen Raum, dieser Begriff des Rainmakers wird typischerweise in Investmentbanken oder Anwaltskanzleien verwendet als Name oder Bezeichnung für jemanden, der sehr gut darin ist, Klienten zu gewinnen und viel Business reinzubringen. Das ist so ein Rainmaker. Sagt man mit Respekt, oh, das ist ein Rainmaker, der ist ein echter, he's a real Rainmaker. Sagt man, wow, der bringt, der kommt. Das, und der Ursprung der Rainmaker, übrigens ganz interessant, das waren diese Leute, die durch das Land gezogen sind in den Dürreperioden in den USA, die wirklich gesagt haben, sie haben bestimmte Methoden, um Regen herbeizuführen. In dem Fall war das meistens Charlatanerie, in unserem Fall ist es messbar erfolgreich, wenn ein Rainmaker wirklich was macht. Kann man den Rainmaker also vergleichen mit einem Vertriebsmitarbeiter oder mit einem Business Developer oder ist das ganz was anderes? Es ist ein bisschen mehr, weil typischerweise, nachdem das aus einem Kontext von Investmentbanken, von die Grundidee aus dem Kontext von Investmentbanken, Anwaltskanzleien und so weiter, großen Anwaltskanzleien kommt, ist der Rainmaker in diesem Kontext typischerweise auch ein Partner oder eine Partnerin des Unternehmens, der also inhaltlich sehr stark auch in den Themen drinnen ist. Das lässt sich in diesen Bereichen kaum trennen, diese inhaltliche Kompetenz von der Vertriebskompetenz. Es gibt dann auch noch zum Beispiel in großen Anwaltskanzleien eigene Business Development Mitarbeiter, die, kann man sagen, Vorbereitungsarbeiten oder sehr starke Unterstützungsarbeiten für Rainmaker machen. Aber in dem Kontext ist typischerweise der Rainmaker oder die Rainmakerin jemand, der eine Senior-Person ist, die auch in den inhaltlichen Themen der Beratung in einem großen Umfang drinnen ist. Wie kann jetzt ein mittelständisches Unternehmen, zum Beispiel hier in Österreich, solche Rainmaker-Methoden für sich nutzen? Ja, der Punkt ist der, dass sozusagen die Grundprinzipien, die hinter Rainmaking stehen, sind übertragbar auf jeden Bereich des Vertriebs oder des Marketings und der Klientengewinnung. Die Prinzipien und die Methoden, mit denen ich arbeite, sind besonders gut anwendbar im Bereich Business-to-Business, also B2B. Das heißt dort, wo relativ hochwertige, komplexe Dienstleistungen oder Produkte verkauft werden an wiederum andere Businesses. Dort ist der beste Match sozusagen, die beste Passung für die Methoden, die ich da bringen kann. Und wenn jetzt ein Unternehmen sich überlegt, konkret dieses System oder diese Methode zu implementieren, wie funktioniert so etwas? Wen kann das Unternehmen kontaktieren? Wie lange dauert so etwas? Ja, also kontaktieren kann es einmal mich, um das ganz direkt auf den Punkt zu bringen. Aber die Idee ist halt dahinter, dass wie lange das dauert oder wie das funktioniert,
von der methodischen Vorgangsweise kann ich dann später noch vielleicht was dazu sagen, aber das hängt immer davon ab, wie das und was das Unternehmen bereits hat. Ja, es geht einmal in einem ersten Schritt oder in einem ersten Blick einmal darauf zu schauen, was gibt es schon, was sind die Produkte, was sind die Dienstleistungen, welche Marketing- und Vertriebsaktivitäten und Kompetenzen gibt es bereits. Aber das ist auch gar nicht die zentrale Frage eigentlich, weil das sind ja sozusagen Nebensächlichkeiten eigentlich, was man zu tun hat. Ich kann es zwar genau erklären, aber das, was zählt, ist der Return on Investment des Ganzen, was das Ganze bringt. Und das ist halt das Schlanke und das Schöne an Rainmaking, dass es sich eigentlich von selber bezahlt. Es bezahlt sich nicht eigentlich von selber, sondern es bezahlt sich wirklich von selber. Das heißt, der Kosten dessen, was man da tut, um besser im Vertrieb zu werden, rentiert sich sofort in zusätzlichen Deckungsbeiträgen. Ja. Das ist sehr spannend, das heißt, man kann das auch messen. Man kann und muss es auch messen. Also das ist auch eines der Prinzipien des Rainmaking, dass man Vertriebserfolg messen muss und Marketing- und Klientengewinnungserfolg messen muss, weil nur wenn man es misst, kann man sozusagen einen Verbesserungsprozess daraus ableiten und auch sehen, ob es was bringt, ganz simpel gesagt. Sie wollten noch kurz ein paar Worte verlieren zum Prozess, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie das so ein Prozess her abläuft, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ja, also es gibt eine Reihe von Dingen, die man klären muss im Vorfeld, die hilfreich sind. Das erste ist einmal, also die Grundvoraussetzung des Ganzen ist eigentlich, ich muss einmal ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, die wirklich einen hohen Wert für meine Kunden, für den Klienten oder Kunden schafft. Wenn das noch nicht passt, dann ist das... Dann muss ich an dieser Strategie, an diesem Thema strategisch arbeiten. Weil wenn das Produkt oder die Dienstleistung noch nicht gut genug ist oder noch nicht den Zielmarkt gefunden hat, wo sie den höchsten Wert schaffen kann, damit auch den höchsten Preis oder erzielen kann letztendlich, dann hat es keinen Sinn, sozusagen Mist zu verkaufen. Das heißt, die ganze Kette nachher, die folgt, muss aufbauen auf einem guten Produkt und einer guten Dienstleistung. Das ist einmal das Erste, was zu überprüfen ist. Das Zweite ist, was dann als zweiter Schritt sehr wichtig ist, ist, dass man die richtige Marktsegmentierung hat, vereinfacht gesagt, dass man das Zeug an die richtigen Leute verkauft. Das heißt, dort nämlich, wo man typischerweise den höchsten Nutzen schaffen kann. Das heißt, man muss die Marktsegmente herausarbeiten, die den höchsten Wert, für die das Produkt oder die Dienstleistung den höchsten Wert erzielen kann oder bringen kann. Das ist einmal das Nächste, was wichtig ist. Und dann geht es aber auch um die Markterschließungsstrategie. Das heißt, da gibt es schon sehr viele Erfahrungswerte eigentlich und es wird leider sehr oft falsch gemacht, dass Unternehmen praktisch keinen strategischen Vertriebsansatz haben, sondern einen operativen Vertriebsansatz. Das ist der operative Vertriebsansatz, ist praktisch, ich laufe hinter jedem Kunden her und da kommt auch Umsatz raus sozusagen und ich habe auch eine Taktung, ich habe auch ein Vertriebsteam, ich habe auch Unterlagen, also ich mache nicht das total unprofessionell, kein Problem, aber es ist halt nicht strategisch ausgerichtet. Und das strategisch Ausgerichtete, das ist einmal das Wichtigste, damit man dann auf der Basis dann innerhalb dieser Segmente noch einmal hat, also dann ein Segment, das wirklich, oder eine Zielgruppe, die wirklich jetzt wirklich einem hilft, da weiterzukommen und also einen Brückenkopf bilden kann. Und dann stellt sich die nächste Frage, wie kann ich jetzt meine Vertriebsmitarbeiter optimal wiederum innerhalb dieses Segments auf die interessantesten Marktteilnehmer, auf die interessantesten Zielkunden innerhalb dem Segment ausrichten, damit die ihre Zeit wirklich gut einsetzen. Das ist so also eine Frage der Auswahl der richtigen Zielkunden schon im Segment. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Im Vertrieb gibt es nichts Wichtigeres als Geschwindigkeit, weil ich muss schnell arbeiten und schnell vorankommen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt meines Ansatzes, immer so schnell wie möglich voranzukommen. Und wenn ich das gemacht habe, dann stellt sich erst als Nächstes die Frage, wie kann ich jetzt sicherstellen, dass der Vertriebsmitarbeiter oder die Key-Accounter oder die Vertriebsmitarbeiter sich dann auch noch operativ gut organisieren, dass sie möglichst viele gute Termine haben und dann auch erstmal bekommen und dann auch durchführen und nicht in Admin-Mist aufgehalten werden. Und dann stellt sich die Frage, wie führen Sie auch die Gespräche gut? Ja, wie kommen die auch zum Abschluss? Also ich muss diese ganze Sequenz aber top-down vom Anfang bis zum Ende durchoptimieren. Ich fange nicht beim Ende an, sondern ich fange am Anfang an. Jetzt kann es sein, dass das Unternehmen hat am Anfang schon das alles toll. Dann kann man natürlich gleich zum nächsten Schritt übergehen und sagen, ja, aber das muss man sich einmal anschauen. Nicht in einem 6-monatigen Forschungsprojekt sozusagen, weil ich stehe nicht für Forschung und Entwicklung in dem Sinne, sondern für pragmatische Schnellumsetzung. Sondern in wenigen Tagen oder Stunden, sage ich mal, kommt darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist und was seine Herausforderungen sind, kann man sehr schnell entscheiden,
gemeinsam mit den Zuständigen, die das Detailwissen ja haben sollten, wo die besten, wo der höchste Erfolgshebel ist, wo der Next, wie man am schnellsten zum Next Level kommt. Und so arbeite ich. Also man kann sagen, dass Rainmakers jetzt nicht zwingend Personen sind, die besondere Eigenschaften haben, sondern es geht vielmehr um ein System oder darum, dass man ein bestehendes System optimiert. Ja, also es ist so, in der Welt der Investmentbanken und der großen Anwaltskanzleien ist ja wohl der Rainmaker eine Person, an der sozusagen quasi magische Fähigkeiten zugeschrieben werden. Das ist aber nicht wirklich die sinnvolle Sicht, die wir für mittelständische oder produzierende oder große oder Dienstleistungsunternehmen, Softwareentwicklung, was auch immer, nehmen sollten. Ich rate eigentlich typischerweise davon ab, sozusagen seine Erfolgszukunft als Unternehmen auf ein, zwei ausgeprägte Vertriebspersönlichkeiten zu setzen. Das ist toll, wenn man die hat, und das ist ein großes Geschenk, aber das ist nicht, es muss das System eine gewisse, sage ich, Unabhängigkeit von Personen haben. Es muss möglich sein, da Dinge zu delegieren, Dinge in eine Gruppe hineinzubringen, und natürlich müssen die Leute gewisse Grundbegabungen, gewisse Grundkompetenzen mitbringen, aber dann müssen sie auch das lernen können bei mir im Unternehmen, wie es besser wird, wie man es besser macht. Ich muss einen kontinuierlichen Verbesserungszyklus dahinter haben und dann wirklich ein wiederholbares Erfolgsmodell haben, das replizierbar ist, das übertragbar ist, weil noch wichtiger als erfolgreich zu sein, ist nämlich zu wissen, warum man erfolgreich ist und wie man das multiplizieren und ausdehnen kann und dann sozusagen, neudeutsches Wort, skalieren kann. Ja? Das ist das, worum es ja geht. Nicht, weil wenn einer durch Zufall erfolgreich ist oder irgendwelche Wunderfähigkeiten hat, die man keinem übertragen kann oder die er keinem erzählt sozusagen, das ist nur noch nicht mal die halbe Miete aus meiner Sicht. Ja? Kann man daraus eine goldene Regel ableiten? Naja, die goldene Regel ist, die ist leider recht banal, könnte oder klingt banal, aber es versteckt viel dahinter, sagen wir so. Die goldene Regel ist, dass ich wirklich nur Produkte oder Dienstleistungen verkaufen sollte, die wirklich einen hohen Wert haben für meine Kunden, und ich muss wirklich davon überzeugt sein. Das ist einmal die Grundbasis des Vertriebserfolges, weil ich sehe das so. Das kann man auch, das meine ich jetzt wirklich ernst, das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht zugespitzt an. Ich sage, wenn ich wirklich ein tolles Produkt oder eine tolle Dienstleistung habe, zum Beispiel jetzt, und da hat auch der Rainmaker kein Problem damit, seine eigene Leistung für die einzustehen, zum Beispiel meine Beratungsleistung, die schafft für meine Klienten so einen hohen Wert, und davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern dafür habe ich auch Beispiele, Referenzen, Testimonials von Klienten und so weiter, also das beruht nicht nur auf meinen Behauptungen, dass ich gehe sogar weiter, ich sage, ich habe eine ethische Pflicht, ich bin verpflichtet aus ethischen Gründen, das meinen Klienten und meinen neuen Klienten auch weiterzugeben, dieses Wissen. Wenn das wirklich stimmt, dass ich die gute Nachricht habe und den Leuten was bringen kann, dann wäre ich ja ein Schuft sozusagen, wenn ich das nicht tun würde. Das heißt, ich bin verpflichtet zum erfolgreichen Vertrieb, ich bin verpflichtet zum guten Business Development, ich bin verpflichtet zum Rainmaking. Das muss die Basishaltung sein, und die muss natürlich auch stimmen. Weil sonst kann das ganze Geschäftsmodell des Vertriebs aus meiner Sicht nicht funktionieren, weil Klientengewinnung ist ein sauteures Geschäft, insbesondere im B2B, wo ich also sozusagen sehr, sehr stark tätig bin, Business to Business. Und das heißt, wenn ich einen Klienten habe, muss ich ihn optimal ausschöpfen. Das heißt, ich muss weiterverkaufen. Das heißt, ich muss weiterempfohlen werden. Das heißt, ich muss sozusagen eine Referenz daraus machen. Und diese Dinge gelingen ja nur, wenn ich gute Arbeit mache. Und wenn nicht nur mein Versprechen toll ist und sozusagen mein Anzug schön ist und mein Auto poliert ist, wenn ich dorthin fahre, sondern am Ende, wenn der Klient sagt, das war eine super Leistung, und sozusagen wie bei mir, wenn die Leute sagen, Sie haben den Zug zum Tor, Herr Dr. Hirt, und Sie sind nicht so ein Schlafmittel wie die anderen Berater. Ja? Wenn ich sage, okay, das ist eingesunken, da ist was passiert, und die buchen mich wieder, die wollen mich wieder, weil einfach weil ich nicht nur vollmundig verspreche, wie toll ich bin, sondern ich halte das dann auch. Das sollte jeder machen. Das ist Good Business aus meiner Sicht. Ja? Herr Dr. Hirt, vielen Dank für dieses authentische und sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen, dass auch bei Ihnen viele neue Kunden von oben kommen in Form des Regens. Für Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben zum Thema Rainmakers, kontaktieren Sie uns gerne oder auch Herrn Dr. Hirt direkt, und wir bedanken uns fürs Zusehen. Danke vielmals.